Ja, hallo und guten Morgen. Mein Name ist Frank Bartel von der Firma Wenker. Ich begrüße Sie heute zusammen mit meinem Kollegen und Regisseur, dem Markus Bahr, im Hintergrund zum Morgen-Webinar. Wir haben noch recht zwei Technologiepartner mit an Bord. Ich habe mich vorstellen, mal den Thomas Müller von der Firma Phonecloud. Und dann Ralf Michels. Zusammen mal angucken, wie unsere Produkte interagieren und gewinnbringend eingesetzt werden können. Das Ganze machen wir live vor Ort das erste Mal, heute das Premiere, bei der Bäckerei Wildbachmühle bei Wittlich. Generell zum Webinar sollten Sie Fragen haben, dann einfach über die Chatfunktion stellen. Der Kollege Bahr wird es dann laut vorlesen und wir können direkt, wenn wir noch im Thema sind, die Fragen aufgreifen, beantworten und so das Webinar auch etwas interaktiv gestalten. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, die ganze Zeit dabei zu sein, ist es auch kein Problem. Wir zeichnen natürlich das Webinar nochmal auf und stellen es in den nächsten Tagen auf unserer Homepage online. Dann würde ich sagen, wir schalten mal ins Außenstudio nach Wittlich zu den Kollegen Michels und Müller und übergeben da. Ja, schönen guten Tag. Wir begrüßen Sie alle recht herzlich heute hier aus der Wildbratmühle. Das wird für uns auch mal eine Premiere hier, also ein Außendiensttermin unter Einhaltung aller Corona-Auflagen. Also das auch direkt vorab. Wir sind alle hier getestet mit einem Schnelltest, damit keiner jetzt fragt, warum haben die keine Masken an oder Sonstiges. Das ist ja alles regelkonform, weil wir befinden uns ja auch in einem Betrieb, wo Lebensmittel verarbeitet werden. Und da kann ich schon dazu sagen, auch das war heute Morgen schon ein Highlight. Denn die Erzeugnisse hier, die kann man nur wärmstens empfehlen sozusagen. Es wurde mir jetzt leider wieder hier abgeräumt, sonst wäre ich vermutlich immer noch bei Geschmackstests. Aber naja, gut, das sind andere Dinge. Vielleicht noch mal ganz kurz zu uns. Ich kenne mich von den Webinaren her. Mein Name ist Ralf Michels. Ich bin für den Vertrieb bei Telekom Wenke verantwortlich. Heute Morgen hier bei mir ist auch dann der Thomas Müller. Schönen guten Morgen zusammen. Auch von der Phonecloud. Und hier der Gastgeber, der Holger Linden, der uns das hier heute überhaupt alles so ermöglicht hat. Und uns gleich auch noch ein bisschen was über diese Bäckerei, über die Besonderheiten dieser Konditorei-Bäckerei entsprechend hier erzählen wird. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ja, würde ich sagen, Herr Linden, geben Sie uns einen kurzen Einblick. Sie haben letztendlich hier sich entschieden, dieses Gebäude mit modernster Technik auszustatten. Wir sind dazu gekommen, um das vielleicht auch noch mal kurz zu sagen, über den Kontakt über den Thomas Müller, weil Sie haben sich für eine Cloud-Telefonlösung entschieden. Und in dem Zuge haben Sie dann auch gesagt, Mensch, ich bräuchte auch noch ein paar Sprechstellen. Dann haben wir Telekom Wenke mit an Bord und die WLAN-Geschichte, um das auch mal vorwegzunehmen, beziehungsweise auch Telefonendgeräte, da kommen dann ja von Bintec iMac. Ja, was hat Sie dazu bewogen, Helen? Also zunächst wollten wir hier eine Lösung haben, die auch tatsächlich praktikabel ist, die funktioniert. Und nicht nur funktioniert in einem IT-Unternehmen, sondern auch bei uns hier im Handwerk. Wir sind eine Bäckerei und klassischerweise denkt man, wenn man an solche moderne Kommunikationsgeräte denkt, nicht an eine klassische Bäckerei. Wichtig ist, dass es funktioniert. Mit der Cloud-Telefonanlage hatten wir das Riesen. Problem gelöst. Wir sind mit unserem Betrieb umgezogen. Wir kommen aus Traben-Trarbach und sind hier nach Wittlich-Wengerohr gezogen und konnten die ganze Telefonanlage, weil im Internet, in der großen Cloud, mitziehen, ohne irgendwelche Konfigurationen vorzunehmen. Wer heute in Traben-Trarbach noch am alten Standort anruft, wird sofort weitergeleitet hier nach Wittlich-Wengerohr ins Büro. Wir konnten schon im Vorfeld, bevor der Umzug stattfand, die neue Telefonanlage einrichten. Und mit den Türsprechstellen haben wir natürlich auch den ganz, ganz tollen Vorteil, ist das Gebäude irgendwann mal nicht besetzt, kann ich die Türen sogar mit dem Handy öffnen. Das ist sensationell. Ja, und für jeden Unternehmer, der vielleicht mal samstags oder sonntags einen Paketzusteller vor der Tür hatte, ja, das ist ein Riesenluxus, diesen Vorteil zu nutzen. Bintec iMac hat denen die ganzen Telefonanlagen, also die Telefonendgeräte geliefert, ja. Und seitdem wir dann hier eingezogen sind, hatten wir jetzt seit in den letzten 6 Monaten seit Produktionsstart auch keinen Ausfall. Also das toi toi toi. Und man kennt immer diese ganzen Supportanfragen bei Google mit den ganzen Problemstellungen. Und also nochmal vielen, vielen Dank, dass das so toll geklappt hat. Ja, ja, es freut uns auf jeden Fall auch zu hören, dass Sie da so zufrieden sind, wie das Ganze abgelaufen ist. Und generell auch von unserer Seite muss ich sagen,
hier, wenn man weiß, okay, man hat eine entsprechende Infrastruktur, auch das WLAN funktioniert hier bestens. Auch das war ja noch ein kleiner spannender Punkt für uns. Aber Sie haben gesagt, Mensch, die Technik hier im Hause, die ist bestens ausgebaut, vom Breitbandanschluss angefangen, über die Telefonie, über Internet, alles bestens. Und insofern, ja, kann man auch sagen, mit der Cloud-Lösung sind Sie da ja auch für die Zukunft flexibel aufgestellt. Mit unseren Produkten, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Ich meine, was soll ich auch dazu sagen? Die meisten von Ihnen nehmen schon mehrfach an den Webinaren teil, kennen unser Produktportfolio. Da zeigen wir heute auch nur einen kleinen Teil, denn es geht jetzt hier letztendlich darum, auch nochmal aufzuzeigen, wie wurde das Ganze von der Technik aufgesetzt. Und da würde ich einfach sagen, dann nehmen wir jetzt mal den Thomas hier mit an Bord, damit er uns mal ein bisschen was erzählt. Funkcloud, Cloud sagt ja schon aus, wie läuft das Ganze ab. Die Printen haben ein Lied über uns geschrieben, das ist alles nur geklaut. Von daher kennt wir alle das Thema Cloud. Die Anforderung war klar, das Unternehmen zieht um. Wir brauchen eine Telefonanlage, die wir noch am alten Standort betreiben können und am neuen Standort betreiben können. Und vor allem, dass wir die Durchgängigkeit der Erreichbarkeit sicherstellen auf der alten sowie auch auf der neuen Nummer. Und im Dialog mit dem Herrn Linden kamen wir dann auch, halt wie gesagt, dann schnell zum Thema Türsprechstellen. Insgesamt haben wir hier 3 Stück im Einsatz. Noch Lieferanten- und Mitarbeiterzugänge, dann Haupteingang, da zeigen wir Ihnen gleich auch noch ein bisschen was von. Und somit haben wir das Ganze aufgesetzt, projektiert und sind sehr froh, dass wir hier heute sein dürfen, um auch Ihnen zu zeigen, es ist zwar alles sehr virtuell, aber live und in Farbe mal zu sehen, wie es dann wirklich funktioniert, ist dann wieder ein anderes Thema. Und von daher nochmal vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, um das Ihnen zu zeigen. Und zum Thema Zeigen, da haben wir auch schon was vorbereitet, weil es ist ja auch wichtig für Sie, die sich dafür interessieren, wie einfach ist so eine Einbindung einer Türsprechstelle von Telekom Wienke mit einer Cloud-Telefonanlage. Und da haben wir einen kleinen Videoeinspieler, den ich da kommentiere. Und dann gehen wir anschließend mit Ihnen raus und zeigen Ihnen das direkt an dem Pylon, an dem Edelstahlpylon von Telekom Wienke und einem schönen Telefon. Ja, wenn ich noch einmal kurz unterbrechen darf, ich habe mir jetzt dann eben ein kleiner Lapsus passiert. Und zwar, ich wollte noch erwähnen, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Fragen über die Chatfunktion stellen. Generell hier würden die Fragen dann halt auch von dem Markus Bauer aufgenommen. Die werden uns live gestellt. Also da, bitte machen Sie regen Gebrauch von. Hatte ich eben vergessen und ich war zu sehr immer noch in Gedanken bei diesem tollen Kuchen, der da hinten steht. Sie mögen es mir nachsehen. Habe ich auch nicht alle Tage so eine Auswahl. Und aber jetzt darfst du gerne weitermachen. Sorry. Und wir müssen eins aufpassen, dass wir nach den Videoeinspielungen uns die Sahne aus dem Bad wischen. Gut, die 2 Herren, wir haben keinen. Ich muss da noch mehr aufpassen. Aber ihr erinnert mich dran, wenn ich irgendwo was hängen habe. Nee, Spaß beiseite. Ich würde sagen, Fragen stellen Sie, wie der Herr Michels gerade gesagt hat. Und wir kommentieren jetzt mal den Film und zeigen Ihnen das Ganze dann live und in Farbe, wie das Ganze funktioniert. Würde ich sagen, Film ab. Ihr müsst bitte euer Mikro anschalten. Oh, das Mikro war aus. Ja. Das da ist unser KISS, mit dem die Telefonanlage konfiguriert wird. Hier legen wir jetzt eine Nebenstelle an, aber wir müssen natürlich eine Nebenstelle auf die Türsprechstelle bringen. Da haben wir das Ganze dort schon eingerichtet. Dann sagen wir, okay, der Klingelton der Türsprechstelle geht in eine Rufgruppe. In dem Falle hier klingelt es bei 3 Telefone, nämlich Demo 15, Demo 16 und Maxwell Demo 17. Das heißt, wenn die Türsprechstelle die interne Durchwahl 500 wählt, klingeln diese 3 Telefone und an diesen 3 Telefonen wird dann der Ruf dementsprechend signalisiert. Wie das Ganze dann live aussieht, zeige ich Ihnen gleich in Natura. Jetzt müssen wir natürlich noch die Wienke-Sprechstelle dementsprechend konfigurieren. Und das sehen wir dann gleich im Anschluss des Videos. Das läuft jetzt weiter. Warten wir gerade, ich war ein bisschen zu schnell. Hier sehen Sie auch da bei Callflow, können Sie einstellen, wie die Türsprechstelle klingeln soll. Entweder alle gleichzeitig bei allen Telefonen oder der Reihe nach. Das kann man alles dementsprechend einstellen. Jetzt kommen wir auf der Wienke-Sprechstelle. Genau. Da lockt man sich dann dementsprechend ein.
und kann dann hier das Ganze konfigurieren, die SIP-Daten, die Sie brauchen, um auf der Winkel-Sprechstelle eine Nebenstelle zu machen. Die bekommen Sie dann dementsprechend von Ihrem PhoneCloud-Partner oder über unser Support-Team. Dort tragen Sie dann die SIP-Daten ein. Und wenn Sie dann diese SIP-Daten in der Türsprechstelle eingetragen haben, ist diese Sprechstelle im Prinzip ein SIP-Telefon-Endgerät, was halt mit einer festen eingetragenen Nummer immer wählt, hier die 500 und die 501. Und jetzt springt der rote Balken gleich auf grün. Und damit sehen Sie, okay, die Nebenstelle ist aktiv und das Ganze funktioniert. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Ich schalte mal gerade mit raus. Genau, jetzt schalten wir noch einmal kurz um. So, und die ist da dafür. Ja, und schon seid ihr wieder zurück. Gott sei Dank sind die Wege jetzt hier bis zum Pylonen nicht allzu weit. Da sind wir wieder, genau. Ich glaube, man konnte sich einen kleinen Eindruck darüber verschaffen, was letztendlich die Einrichtung anbelangt hier, dass das auch über diese Cloud-TK-Anlage relativ simpel ist, so eine Gegensprechstelle. Da gibt es diverse Videos für, wie so etwas eingerichtet wird von unserer Seite. Und da erlauben Sie mir bitte auch wieder den Hinweis, es ist leider kein Scherz, wir haben das öfter. Leute gucken sich die Videos mittlerweile an, die sie später auch bei YouTube etc. finden und geben dann die gleichen Daten ein wie in diesen Videos. Das funktioniert natürlich nicht, weil die Zugangsdaten sind spezifisch. Da muss man immer genau schauen, dass man die richtigen Anlagendaten einträgt, denn ansonsten wird das nicht funktionieren. Aber es ist alles relativ simpel an dieser Stelle. Und hier hat man jetzt ja auch gesehen, was man hier für Möglichkeiten hat, auch gerade mit der Cloud-Anlage. Sie können das von überall administrieren, auch die Gegensprechstelle. Sie sind flexibel, was Videodarstellung anbelangt, ob auf einem Endgerät, wie zum Beispiel Fintech-Telefon, Tischtelefon, wo Sie ein Videobild anzeigen können, oder halt PC-Arbeitsplatz, Aufzeichnung, Videoüberwachung, all das ist möglich. Und insofern sind Sie dadurch die offenen Schnittstellen sehr flexibel und können entsprechend agieren. Ja, von unserer Seite ist das dieses Thema PhoneCloud. Ja, der Vorteil hat der Herr Linden ja eben schon genannt. Das Schöne ist halt tatsächlich, wenn Sie Ihre Mobiltelefone, ob jetzt deckt, wie wir es gerade gesehen haben, oder ein Handy, ein Smartphone mit in die Anlage integrieren, was durchaus machbar ist, ohne Probleme, dann kriegen Sie auch, wenn Sie unterwegs sind, mit, wenn eine an der Tür klingelt. Sie können mit dem UPS-Boten sprechen. Sie können, wenn Sie den Mann kennen, die Tür aufmachen. Wir haben auch andere Kunden, die sind froh, weil sie haben eine Lagertür mit einem besonderen abgesicherten Bereich. Da können die immer die Tür öffnen. Der Postbote kommt rein, stellt das Paket ab. Und das sind halt alles die Vorteile, die sie haben, wenn sie so agieren können, wenn das Ganze aus der Cloud kommt. Und das ist der große Vorteil, den wir durch die IP-Umstellung hatten, dass wir hier wirklich was machen mussten im Bereich der Telefonie. Und das kommt natürlich auch unseren Kunden zu. Ja, an der Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis, was die Sprechstellen hier anbelangt. Hier haben wir auch noch eine Besonderheit mit den Sprechstellen. Man hat das eben auch im Pylon vielleicht ganz kurz gesehen. Da war so eine quadratische Blende enthalten. Das ist eine Kunststoffblende, wo sich dahinter ein Zutrittskontrollsystem verbirgt. Ich gehe mal jetzt einfach von aus, Herr Linden, bei Ihnen ist es dann auch so, die Mitarbeiter melden sich hier an, die Zeit wird erfasst, ja, Türen gehen auf. Genau, also in diese Türsprechstelle haben wir dann natürlich eine Zutrittskontrolle integriert. Unsere Mitarbeiter kommen mit dem Chip ins Gebäude rein. Ich kann ganz genau steuern, welcher Mitarbeiter zu welcher Zeit Einlass gewährt wird ins Gebäude. Und die Zeiterfassung haben wir dann integriert. Wir haben im Betrieb dann nochmal eine ähnliche Schnittstelle, wo dann auch die Mitarbeiter dann ihre Arbeitszeiten mit erfassen. Genau, Sie können alles dann auch in einer Optik letztendlich hier integrieren. Das ist ja auch ganz interessant, weil auch da, ich wiederhole mich, sage ich immer, sieht ja auch nicht schön aus, wenn Sie einmal Zutrittskontrollsystem haben, hier in grün in der Schalterdose, oben drüber eine Sprechstelle in weiß und dann vielleicht noch eine Kamera wieder an einer anderen Ecke. Hier können Sie alles in einer Einheit letztendlich so gestalten. Da bieten wir diverse Möglichkeiten,
ist halt auch hier zu dieser Besonderheit, hatten wir damals ja auch abgestimmt, wie soll der Pylon ausschauen, diese Briefkastenanlage. Und Sie haben dadurch also hier immer die Möglichkeit, auch diesen Ruf entgegenzunehmen, wenn mal da vorne jemand steht und es sollte mal nicht geöffnet sein. Wobei ich habe erfahren, hier wird ja fast rund um die Uhr gearbeitet. Ja, ja, ja klar, als Bäckerei sind wir natürlich mit Tag und Nacht konfrontiert. Also die Kunden erwarten morgens frische Backwaren. Hier wird rund um die Uhr gearbeitet, hier müssen die Mitarbeiter zu unterschiedlichen Zeiten immer das Gebäude betreten. Da haben wir eine super Schnittstelle zu gefunden, ja, und das Gebäude durch die Türsprechanlage kann auch woanders aufgeschaltet werden, ohne Probleme, auch wenn mal niemand im Gebäude sein sollte und seinen Chip vergessen hat. Das ist ganz, ganz tolle Sache. Ja, und gerade mal vorweg, also an die Leute, die eben noch keine Cloud-Telefonie haben oder noch nicht mit Benke zusammenarbeiten oder mit Wintec LMEC. Ich komme wirklich nicht aus der IT-Branche, ich bin Bäcker. Und ein Großteil der Hardware habe ich selber konfiguriert. Also wenn da kleine Einstellungen sind, es kommt eine Nebenstelle dazu, dann hat ein Telefon mehr gekauft, man möchte einen Arbeitsplatz für einen Mitarbeiter einrichten. Das kriegt man auch selber hin. Also das ist schön zu hören. Wir würden uns wünschen, alle würden sich da immer so leicht tun. Da gibt es auch Fachleute, die haben sich da dann doch schon mal bei unserem Support melden müssen. Also wenn sie das so umgesetzt haben, super. Und ich hoffe auch, dass es nicht so sein wird, dass ein Mitarbeiter hier mal den Transponder vergessen hat und dann vielleicht nachts bei Ihnen das Handy läutet und jemand sagt, hier, okay, lass mich bitte rein. Das können Sie dann ja von der Ferne. Aber das sollte hoffentlich nicht allzu oft passieren. Genau. Jetzt haben wir noch eine kleine Besonderheit für Sie vorbereitet. Wir wollten eigentlich mit Ihnen live einen, live, jetzt hat die Kamera sich wieder weggedreht, live mit Ihnen durch die gläserne Backstube gehen und Ihnen, jetzt haben wir mal kurz was, im Bildschirm hat sich was verstellt und wollten mit Ihnen eigentlich zeigen, was hier so passiert und aufgrund der hohen Hygienestandards und Sicherheitsbestimmungen und Abstandsregelungen und haben wir uns dagegen entschieden und haben im Vorfeld für Sie einen Film produziert, der Ihnen alles so zeigt, was hier bei der Firma Bäckerei Bilgbadmühle passiert, damit Sie einen Eindruck bekommen, was für eine Größe dieses Unternehmen auch hat und wie Sie arbeiten. Vielleicht noch einen kleinen Break an der Stelle, bevor wir das jetzt haben, was hier wirklich so täglich geleistet wird. Kurze Frage. Irgendwelche Fragen? Ja, ich habe hier tatsächlich eine Frage. Wie sicher ist die Audioübertragung in der Cloud in Bezug auf Abhörsicherheit? Sicherer als bei ISDN, denn bei ISDN, da brauchen Sie nur zu wissen, wo ist der APL. Oder beim Analoganschluss, dann sind Sie zu dem Nachbarn gegangen, den Sie abhören wollten, haben ein Telefon aufgeklappt und konnten ihn abhören. So einfach geht es bei der VoIP-Geschichte nicht. Da brauchen Sie ein viel, viel höheres kriminelles Niveau und Energie dementsprechend, um überhaupt die Pakete von jemandem abzufangen, um dort Gespräche mitzubekommen. Also der Aufwand ist einfach mal so für jemanden abzuhören viel zu groß. Abgesehen davon, was Sicherheit angeht, diese SIP-Daten, da kann ich schon mal gerade kurz die Kurve nehmen, die Sie eben gesehen haben, die in der Türsprechstelle eingegeben werden. Diese SIP-Daten sind natürlich, wie der Herr Michel schon sagte, generalisiert. Die funktionieren nicht, weil wer diese Daten hat, der kann telefonieren. Und diese Übertragung, wir arbeiten bei Phonetalk mit komplett zertifizierten Endgeräten, die wir im Auto-Provisioning haben. Das heißt, die Geräte werden nicht angepackt, so wie wir es bei den Türsprechstellen gesehen haben. Die Geräte provisionieren sich selbst. Das heißt, sobald sie mit dem Internet verbunden sind, melden die Geräte sich bei uns. Und anhand der MAC-Adresse weiß der Hersteller, in welcher Cloud-Anlage dieses Gerät sich befindet. Und dann schieben wir verschlüsselt dementsprechend alle Daten auf die Geräte, sodass wir auch hier eine Verschlüsselung haben in der Übertragung vom Endgerät zum Server, sodass wir hier auf der sichersten Stelle überhaupt sind und im Vergleich zu ISDN oder analog brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, dass das unsicher war und das hier tatsächlich sicher ist. Ich hoffe, damit die Frage beantwortet zu haben. Ja, da kann ich vielleicht noch auch eines ergänzen, was unsere Sprechstellentechnologie anbelangt. Wir arbeiten hier mit diesem standardisierten, in Anführungsstrichen standardisierten SIP-Protokoll und wir haben sehr viele Kunden im Sicherheitsbereich, ich denke da jetzt an Banken, an Behörden, die setzen mittlerweile auch häufig SIP-Sprechstellen ein und da unterstützen wir zum Beispiel auch eine Verschlüsselung. Das heißt, da werden diese SIP-Daten nochmals speziell verschlüsselt. Das wird dann zwischen Sprechstelle und Anlage letztendlich ausgehandelt
Und auch hier muss man einfach sagen, Sie können mit IP-Technik das Ganze sehr sicher gestalten. Auch in Port-Authentifizierung sind dort Begriffe. Weil es ist nicht so, wie viele sich das vorstellen, nach dem Motto, da kommt dann plötzlich so ein böser Hacker an die Tür, an die Sprechstelle, geht mit seinem Laptop ran und anschließend kann er alle Daten aus dem Firmennetz stehlen. So einfach ist es nicht. Ich glaube, die Hacker gehen dann eher den Weg über öffentliche Wege, über das Internet etc., als da sich an den Sprechstellen zu schaffen zu machen, weil da halt einfach auch diese ganzen Verschlüsselungsmechanismen sehr, sehr aufwendig zu knacken werden. Genau. Und da muss man noch dazu sagen, die Unternehmen, die gehackt werden, das sind ja tatsächlich Unternehmen, wo auch wirklich was dahinter steht. Ich glaube nicht, dass es für irgendjemanden interessant ist, einen Arzt, einen Bäcker, einen Großhandel anzugreifen. Das ist völlig unterschiedlich. Ja, wobei hier mit den feinen Backwaren, muss ich sagen, so an die Rezepte ranzukommen, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, aber es geht mit Sicherheit auch ein. Unterschätzt nicht unsere Rezeptur. Okay, wie überall gibt es halt hier die Betriebsgeheimnisse, aber wir können ja noch ein bisschen dran arbeiten, vielleicht kriegst du noch die Rezeptur. Ich würde sagen, wir schauen mal den Film an. Vielleicht kann man ja schon beim Abwiegen erkennen, was überhaupt für Zutaten zum Beispiel im Sauerteig sind. Das ist eine gute Idee. Also sagen wir nochmal nach Kirkel, bitte Film, Film ab. Unser Gebäude in Wittich-Engelbau im Industriegebiet entstand in einer kurzen letzten Jahre. Wir haben das Dach vollständig auf die V-Anlage gelegt und produzieren so einen Großteil unseres eigenen Stromverbrauchs. Hier sieht man dann nochmal den Pylon. Hallo, herzlich willkommen bei der Bäckerei Wildbadmühle hier in Wittlich-Wengerohr. Mein Name ist Holger Linden und gemeinsam mit unseren Partnern Bintec Elmec, PhoneCloud und Telekom Behnke haben wir hier in Wittlich in unserer neuen gläsernen Backstube Türsprechanlage, Gäste-WLAN, Telefonie und Cloud-Telefonanlage umgesetzt. Und was wir so Tag für Tag treiben, das zeigen wir euch jetzt. Und da sind wir in unserer gläsernen Backstube. Im Vorfeld haben wir ein kleines Museum, wo wir den Menschen das Bäcker unsere Baguette-Teige, wegen denen wir ganz besonders viel Teig nur auf dem Holztisch und auf dem Holztisch hat er und dann die Teigstücke. Was die Zutaten angeht, in so einem Baguette oder auch bei uns im Brot, ist nicht viel drin. Mehl, Saft, Wasser, wir werden gerade die Hörnchen aufgesetzt von den Kollegen. Ich habe mir das Video vom Vorfeld auch schon mal angeguckt mit meinen Mitarbeitern, das Fessel sein wird. Es ist wirklich toll, was es bei uns alles zu sehen gibt. Ja, also interessiert sind, können gerne auch mal Dinge, die Backstube einwerfen. Wir haben
Bekommen. Farben und Formen ist natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also, hier sehen wir dann den Kollegen zu bei der Aufarbeitung, die unterteilt sind. Das, was wir am Tage dann herstellen, das wird dann wird in den Gärschrank geschoben, kommt ins Kühlhaus, die Teige, die lagern, die das sind die Puddingflunder, die kommen jetzt in die Kühlung. Und hier sehen wir dann schon Aufnahmen aus der Nacht. Da sind Kuchen gebacken, da werden die Laugenpilzeln gelaugt. Je nach die ganzen Artikel in die Backöfen. Wir haben auch nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, in dem wir backen können, damit die Sachen richtig genügend in die Fläche kommen und dann auch morgen ab 5.30 Uhr die Maschine kommen. Das ist die einzige Einkaufung. Das Video ist um die Karnevalszeit entstanden. Da hat natürlich Berlin eine ganz, ganz große Rolle gespielt hier bei uns. Die gebacken werden. Kommt die, der Bonnland, die Zuckerglasur auf den Flutterteig hin. Hier werden die letzten Croissants. Wird jetzt unser Brot gebacken. Da haben wir natürlich auch viel Know-how drin, das uns die Arbeit erleichtert. Man muss nicht mehr jedes Brot einzeln in den Ofen reinbuchen. Wenn das Brot nicht mehr so kaum Kunststoff hat, das Brot schicken, die dann voll automatisiert sein. Dann arbeiten, dann können wir die Arschbacken. Die Kerne in der so ein Job und war dann
15 Jahre dort benutzt. Dann haben wir eigentlich schon ziemlich investiert, die Arbeitszeiten zu verbessern. So, jetzt wird das Brot dann aus dem Ofen ausgebacken in den Versand. Und kommt direkt in Körbe, wird kommissioniert und landet dann in unseren Bäckereifirmen. Also nachts, das Zeitfenster ist wirklich kurz gefasst. Für alle Interessierten, wir haben ein Zeitfenster von 3 bis 4 Stunden. Alle Artikel backen. Das sieht ja in dem Film sehr relaxed aus, Holger, ne? Ja, hat sich viel getan. Also bei uns in der Backstube nach. So, und auf geht's in die Filialen. Ja, wer interessiert ist, kann gerne vorbeikommen. Je nach Wittig-Wengerollen und unsere neue klärende Backstube. Und schaut euch mal live an, was wir Tag für Tag so machen. Ja, ist schon sehr interessant, das alles mal zu sehen, was dahinter steckt. Ich meine, klar, wir kennen das alle, wir kaufen die fertigen Produkte, freuen uns, wenn sie noch schmackhaft sind, was man hier nur bestätigen kann. Aber die ganzen Arbeitsprozesse, das, was dahinter steckt, dass die Leute nachts auch schon in der Backstube stehen etc., ich denke, das muss man ja auch mal wertschätzen, dass da viele Leute, damit wir morgens unsere Brötchen halt so lecker genießen können, ja, nachts tätig sind. Und das ist das und vor allem, wenn ich auf die Uhr schaue, ja, der Film, was tagsüber produziert wurde, ist fast genau uhrzeitmäßig jetzt zu dieser Uhrzeit entstanden. Mhm. Das war ein Vormittag, wo wir hier bis in den Nachmittag rein gedreht haben. Und das ist tatsächlich das, was wir jetzt in der Produktion gesehen haben, läuft gerade hinter uns ab. Und heute Nacht wird gebacken. Also vielen Dank für den Einblick. Ja, gerne. Ja, hat bestimmt auch jedem Spaß gemacht, mal zu sehen, wie das in so einer Bäckerei losgeht. Mal eine Frage nach Kirkel. Haben wir vielleicht eine Frage für den Herrn Linden oder für uns noch? Nee, aktuell kam nichts rein. Okay. Okay. Dass, ja, dass wir hier natürlich jetzt stehen können und hier über WLAN arbeiten können und das Webinar abhalten können, das geht natürlich nicht mit Siemens Lufthaken, sondern brauchen wir eine vernünftige WLAN-Struktur. Und da hat die Firma Bäckerei Wildbadmühle natürlich auch in den ganzen Cafés eine Gäste-WLAN-Infrastruktur aufgebaut. Und da ist der Hans-Jürgen Schneider von Wintec Elmec der richtige Ansprechpartner, den wir da auch in dem Projekt mit ins Boot genommen haben, der dann auch darüber hinaus noch Ihnen zeigt, wie man auch die Phone Cloud als SIP-Trunk mit der VIP bedienen kann. Und von daher, übergebe ich jetzt mal an Jürgen. Ne? Genau, jetzt soll der Jürgen auch mal ein bisschen was tun. In der Zeit können wir uns wieder ein bisschen erhöhen, noch mal was Leckeres essen gehen. Gute Idee. Und ich würde sagen, Jürgen, erzähl uns ein bisschen was über eure Produkte, wie man hier, wie du das WLAN hier geplant aufgebaut hast. Ich denke, das wird die Leute interessieren. Ja, von meiner Seite noch ein Hallo.
Ja, freue mich, dass ich jetzt ein bisschen Zeit darf, was zu erzählen. Habe ja schon doch viele interessante Sachen gesehen. Also bei der Kuchenzubereitung, da läuft dann schon Wasser im Mund zusammen. Man muss an sich wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwo hier in die Tischkante beißt vor Appetit. Ja, was habe ich vorbereitet? Ihr seht am Startbild, es geht natürlich los, die moderne Bäckerei und Wildbadmühle, wenn man das sieht, ist wirklich eine tolle Bäckerei und mit den ganzen Filialen, das ist schon eine Herausforderung und auch da ist es halt schön, mit zwei so starken Partnern zu arbeiten, wie Telekom, Behnke und Foodcloud. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Zum einen natürlich eine Folie kurz zur Bintec Elmec. Wer sind wir? Was machen wir? Wir haben ein sehr breites Produktportfolio, was über Enterprise-Router geht, über Cloud-Lösungen, hybride Netzwerke und auch, sagen wir, Onboard-Kommunikation im Bereich Automotive, wo wir also Busse und Fahrzeuge ausrüsten können mit entsprechenden Routern. Das wäre jetzt viel zu groß für die Wildbadmühle. Wir beschäftigen uns heute einmal zum Thema WLAN. Da habe ich was vorbereitet und wir beschäftigen uns mit dem Thema Migration, beziehungsweise Migration ist ja fast abgeschlossen, ISDN-Migration. Wir reden dann halt über Lösungen, wie telefoniere ich aus der Cloud, beziehungsweise wie telefoniere ich mit meiner klassischen Anlage vor Ort. Hierzu mal die Übersicht, um was es geht bei uns. Ich habe einmal die BLP, bei uns ja unser Multifunktionstalent, in die Mitte gestellt vom Ganzen. Habe dann mal die Phone Cloud als Amtszugang eingerichtet, habe die Telekom Behnke mit ihrer Torstelle, die wir jetzt als Pylonen gesehen haben. Wir haben unsere eigenen Geräte, die habe ich mal gerade die Deck nur abgebildet. Und wir haben dementsprechend auch WLAN-Lösung, Switch-Lösung. Also wir können letztendlich mit dieser Multifunktionsanlage BLP nicht nur einfach die Telefonie ausrüsten, sondern ich kann eigentlich eine Unternehmenskommunikation aufbauen und lasse da kaum noch Wünsche übrig. Was eben auch wichtig ist, was ich gleich zeigen werde, weil der Thomas Müller hat ja schön gezeigt in seinem Film, wie es funktioniert in der Phone Cloud, die Konfiguration. Das können wir unterstützen. Dann muss ich halt in der Betriebsart auswählen, dass wir nur Media Gateways sind. Das heißt, die BIP macht dann die Routerfunktion, unterstützt weiterhin VPN-Lösungen oder auch WLAN im Hause. Aber zur Telefoneinwahl geht es direkt in der Cloud. Das brauche ich nochmal zeigen. Mir geht es darum, nochmal zu zeigen, wenn ich sage, nee, der Kunde möchte doch die Anlage vor Ort hängen haben. Er möchte seine Telefone vor Ort hängen haben. Ist das natürlich auch möglich, weil dann muss ich halt den Weg mit einem SIP-Trunk gehen und würde die Phone Cloud dann als SIP-Trunk in der Anlage einspeisen. Und das wäre die zweite Funktion. Und wenn ich dann sage, naja, ich möchte aber noch ein bisschen mehr haben, nur als SIP-Trunk in der Anlage, ich möchte aber schon Außenstellen einbinden, dann kann ich zumindest auch sagen, ich habe hier mal ein Storm-Telefon genommen, da kann ich genauso auch ein Bintec Elmec-Telefon als Außen- die Nebenstelle in der Phone Cloud integrieren. Das kann ich direkt machen, ohne VPN. Ich kann aber, wenn ich die Frage war, ja vorhin mit Sicherheit, bieten wir natürlich auch VPN-Clients und VPN-Tunnel für die BIP und für unsere Router an, kann ich aber auch das Ganze richtig safe machen, wie ich es haben möchte. So, jetzt werde ich, wie gesagt, mal wechseln von der Ansicht, weil ich wollte nicht nur eine tröge PowerPoint zeigen, sondern ich wollte auch zeigen, wie man sowas live einrichtet. Und habe einfach mal hier vorbereitet, dass ich sage, ich gehe mal auf die Cloud, der Phone Cloud drauf und sage, ich richte jetzt keine Nebenstellen ein, keine Endgeräte, ich richte jetzt einen SIP-Trunk ein. Völlig einfache Lösung. Ich gehe hier drauf auf SIP-Trunk einrichten, suche mir jetzt eine Nummer aus, die ich haben möchte, sage oben noch, wo der Standort ist. Das ist meine Demoanlage und sage hier zum Beispiel BIP. Plus und sage noch, wie viele Kanäle ich haben möchte. Ich möchte hier zwei Kanäle haben und gehe auf Speichern und siehe da, ich habe einen SIP-Trunk eingerichtet, der BIP Plus hält. Ich habe hier meine Benutzerdaten, habe hier mein Passwort, was ich eintragen muss. Mit diesen Daten kann ich jetzt letztendlich loslegen und kann das in der BIP Plus einrichten. Da gehe ich dann halt über einen Assistenten, was da am einfachsten macht. Über einen Assistenten gehe ich auf Telefonie,
gehe zum Bereich, Sie sehen, till ich Assistenten gehe, kann ich wirklich erste Schritte, Anschlüsse, Benutzer, interne, ich kann wirklich benutzergeführt hier oben lang gehen und kann das wunderbar einrichten. Ich gehe aber schon mal einen Sprung nach vorne und gehe auf Anschlüsse. Und hier würde ich jetzt sagen, neu. Und könnte jetzt hier auswählen, ich kann ja auch wählen zwischen einmal SIP-Einzelrufnummer oder auch Durchfallblock. Beides kann ich mit der PhoneCloud auch machen. Also ich habe da meine Anlage vor Ort, meine Endgeräte alle vor Ort, sind aber verbunden mit der PhoneCloud, in der ich dann letztendlich nur andere Standorte anbinden kann. Ich habe es jetzt mal hier als SIP-Einzelrufnummer gemacht. Ich lasse hier den Bereich jetzt auf Benutzer definiert, gehe weiter und brauche jetzt hier nur als Namen die Rufnummer eingeben, die ich letztendlich eingegeben habe. Ich habe da schon mal was vorbereitet, gebe den Pass, die Nummer ein, Benutzernummer. Ich mache das mal einfach. Sollte ja funktionieren. Ist ja immer dieser Vorführeffekt. Man hat immer Sorge, dass das nicht funktioniert und bereitet schon was vor und sagt, das soll nicht schief gehen. Aber ich mache es einfach mal ganz mutig, wie ich bin. Und nehme mir hier mal das Passwort. Kopieren. Setze es jetzt hier ein. Dann hole ich Benutzername, das Ganze kommt jetzt hier oben wieder ein, kopieren, einfügen. Jetzt muss ich das Registrar noch einsetzen. Registrar wäre dann natürlich hier die Anlage, die Demoanlage, die ich hier vorbereitet habe. Da setze ich nicht alles, nur das. Gebe ich als Registrar ein. Und würde jetzt hier nochmal die Nummer eingeben und dann müsste es funktionieren, wenn mein Vorführeffekt auch funktioniert. Ups, und würde jetzt sagen, okay. Ah, Leerzeichen. Wo habe ich da einen Fehler drin? Wie es immer ist, Vorführeffekt. Warum geht das jetzt nicht? Leerzeichen, ach. Aha, jetzt geht's. Und siehe da, es hat funktioniert, auch Vorführeffekt, keine Angst davor zu haben. Ihr seht, es funktioniert. Jetzt habe ich letztendlich den SIP-Trank eingerichtet in der Anlage. Das heißt, ich bin verbunden schon mit der PhoneCloud und kann jetzt reingehen und kann sagen, ich gehe auf Nummerierung, lege einen Benutzer an. Hier habe ich zum Beispiel ein S560, habe ein Giga-Setup, mehrere Telefone eingebaut. Die kann ich jetzt letztendlich anlegen und lege dann, gehe hin und sage, ich ordne das ein Telefon zu. Und dann ist schon alles passiert. Den kann ich letztendlich dann mit dem Ganzen, hier sieht man nochmal, in der Rufverteilung müsste ich jetzt hier noch zuordnen. Interne Rufnummer, die Voicemail will ich nicht haben. Und könnte jetzt schon letztendlich raustelefonieren mit der Nummer von der PhoneCloud. Wenn ich jetzt einen SIP-Trank hätte als Durchfallblock, dann würden die einzelnen Durchfallen noch, können Durchfallnummern machen. Und so einfach kann ich jetzt einen SIP-Trank einrichten. Das zum Beispiel PhoneCloud, wie gesagt, sehr einfach handelbar in beiden Varianten. Wenn man dann weitergeht, sagt, möchte ich jetzt eine Torstelle noch anbinden. Da ist ja vorhin im Film schon was gezeigt worden. Einfach nochmal darauf eingehend, dass wir ja noch ein bisschen mehr können. Wir haben ja zwei Endgeräte, einmal das IP630 und einmal das IP640. Bei beiden kann ich letztendlich auch ein Bild von der Torstelle draufschicken. Gebe ich jetzt mal keinen Einrichtvorgang an, weil es sich wiederholen würde. Das ist jetzt mein Musteraufbau, den ich habe. Wie gesagt, mein IP630, mein IP640. Und hier ist von Behnke die Serie 5. Eine tolle Torstelle, ist mit ein oder zwei Tasten. Und ich kann die dementsprechend zuordnen.
Auch das, was wir schon gesehen haben im Film, ich brauche gar nicht viel machen. Ich gehe auf Einfach-Konfiguration, sage, das ist mein BNK-Telefon, ich gebe meine Telefonnummer an, die ich zugeordnet habe in der Anlage, gebe meine SIP-Domain an, das ist die Anlage als SIP-Domain, dann bin ich schon verbunden, dann wäre es grün, dann entscheide ich noch, wo soll es klingeln. Hier kann ich entweder sagen, es klingelt jetzt direkt bei dem IP630 oder beim IP640. Ich kann aber auch genauso eine Rufgruppe bilden und kann sagen, das ist die Türrufgruppe und habe dann mehrere Telefone, die klingeln. Und trotzdem auf diesen beiden Telefonen würde ich das Bild anzeigen. Wie gesagt, könnte ich noch weiter ausholen, dann würde der Rahmen platzen. Dafür können wir gern separat nochmal Schulung anbieten. Da würde ich mich gern drüber freuen. Was ich noch machen muss bei unseren Telefonen, ich muss bei den Telefonen einen bestimmten Link eintragen. Der gibt es für jede Torstellen, gibt es entsprechend angepasst. Hier sage ich nochmal dem Telefon, welche IP-Adresse hat die Kamera. Sage, welche Nebenstelle ruft dann an. Und hier hinten kann ich nochmal die Refresh-Zeit verändern von dem Bild, weil ich bekomme ja einzelne Bilder geschickt von der Torstelle. Je höher ich diese Frequenz stelle, desto flüssiger wird es und sieht aus wie ein laufendes Video. Gehen wir ein bisschen drauf ein, nochmal auf BINTEC LMX selber. Wir haben, wie gesagt, unsere Tischtelefone, einmal die Desktop-Telefone, das sind die 630, 640 und 620. Die alle kann ich auch in der Phone Cloud einbinden als SIP-Telefon oder an unserer Anlage als das Endgerät mit Systemfunktion. Dann haben wir unsere DECT-Lösung, einmal die Single-Cell-Lösung DECT 160. Und ich kann genauso auch eine Multizell-Lösung nehmen, das DECT 210. Und da kann ich dann bis zu 60, 70 Schnurlos-Telefone anbinden. Ich kann also auch letztendlich auch große Flächen abdecken. So eine Bäckerei braucht auch schon ein paar mehr Sender als nur einen. Also eine Bäckerei wäre mit einem DECT 160 zu klein, weil ich dann nur eine Zelle hinhänge. Und da muss ich dann schon mit DECT Multizell 210 nehmen. Und da kann man es dementsprechend ausmessen und kann das aufhängen. Wie gesagt, Endgeräte, meine DECT-Telefone gezeigt. Und was einfach zeigen möchte, ist, dass ich in der Phone Cloud auch schon eine Provisionierung unserer Endgeräte finde. Das ist nicht nur Gigaset, sondern Gigaset LMAC. Das heißt, unsere Sender, DECT-Sender, werden dort auch schon provisioniert. Und wir arbeiten dran, das auch noch weiter hochzubringen. Ich kann sowohl die Single Cell integrieren, wie auch die Multicell. Also kann ich wirklich wählen, gehe ich in eine Cloud als Telefonsystem und nämlich die BIP mit SIP-Trunk als Telefonsystem. Sie haben alle Möglichkeiten offen. Das ist immer, was ich ganz gerne sage. Ich muss mich nicht entscheiden, entweder oder, sondern ich kann sowohl als auch. Und ich kann dieses Wort Migration wirklich echt leben, weil ich kann auch den Kunden migrieren. Das hatten wir ja anfangs gehört gehabt, dass die Bäckerei erst einen anderen Standort hatte und ist dann umgezogen, hat ihre Telefonnummer mitgenommen. Das heißt, ich habe keinen Abriss bei der Telefonie. Das habe ich im Kleinen selber gehabt. Ich bin von einem Ort zum anderen gezogen. Die Telekom hat mir ein Angebot, eine Rufnummernmitnahme. Da habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ich telefoniere über die Cloud. Ich habe meine Rufnummer eh immer bei mir, wie ich sie brauche. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich dann für Notruffunktionen eine richtige Nummer hinterlege. Sonst bin ich vielleicht von Hamburg nach München gezogen und habe die Hamburger Nummer noch und würde damit die Feuerwehr anrufen. Wäre ein bisschen fatal, wenn die in Hamburg löschen wollen, wenn es in München brennt. Da muss ich ein paar Sachen beachten. Kommen wir zum Thema WLAN, was angesprochen wurde. WLAN haben wir, wie gesagt, doch noch ein bisschen wieder mehr zu erklären. Da gehe ich halt wieder letztendlich, was haben wir? WLAN. WLAN haben wir einmal unsere aktuellen W2022AC und ACX. Unterscheiden sich letztendlich beide darin, dass ich einmal die Antennen innenliegend habe und einmal außenliegend. Außenliegend wird sehr gerne genommen, weil ich die halt bewegen kann. Ich kann die abschrauben, kann externe Antennen dranhängen. Ist oftmals so, wenn ich was schwierig ausleuchten will. So zum Beispiel, wenn ich eine Lagerhalle habe und will das Hochregallager ansteuern, macht es immer Sinn, mit einer Antenne, abgesetzten Antenne zu arbeiten, weil ich dann das Signal von der Seite ins Hochregallager reinpuste und nicht nur von oben runter regne. Alle Geräte haben 5 Jahre Garantie. Von den Funktionen könnte ich jetzt ja eine ganze Stunde referieren, was wir im WLAN alles können. Dafür gibt es auch Webcasts und ich biete auch wieder dafür einen Webcast an, um da nachzufassen. Es kommt bestimmt die Frage, ja, aber WLAN 6, wie sieht es auch mit WLAN 6, sieht es von neuen Geräten aus?
Auch da können wir dienen. Da gibt es die 2022 AX und auch die 2044 AX. Gibt es, ist dahin gesagt. Die Geräte werden lieferbar sein ab April, Mai. Gehen wir mal von Anfang, Mitte Mai aus. Wenn die auf den Markt kommen, dann habt ihr auch Geräte für WLAN Wi-Fi 6 und können damit dann auch noch ganz andere Lösungen generieren. Wichtiges Highlight bei unseren Access Points ist, dass ich dieses Gerät nehmen kann. Ich kann es an die Wand hängen, ich kann es Standalone konfigurieren, habe diese Oberfläche, die ihr eben schon bei der BIP gesehen habt. Meistens bleibt es ja nicht nur bei einem, meistens möchte ich mehr machen. Dann kann ich zum Beispiel eine BIP, das werde ich auch gleich noch zeigen live, als sogenannten WLAN-Controller einsetzen. Die kann bis zu 6 Access Points verwalten. Wenn mir das nicht reicht, will ich mehr machen, dann kann ich unser Router-Portfolio aufsetzen und dort kann ich bis zu 150 Access Points zentral über ein Gerät verwalten und managen. Was kann ich machen? Ich habe einen Installationswizard, den zeige ich gleich mal live. Ich kann Konfigurationsänderungen machen für alle RPs, wo ich nur einmal einstelle. Ich habe Warnmeldung für Fehlkonfiguration. Ganze Kanalsuche ist automatisch. Was wichtig ist, ist Nachbarschaftsmonitoring, dass ich gucken kann. Oftmals habe ich ja Störungen im WLAN, weiß nicht warum. Dann mache ich ein Nachbarschaftsmonitoring und sehe, da ist noch ein Access Point, da ist noch einer. Ich muss ein bisschen dran schrauben an entweder 2,4 oder 5 GHz oder ich muss bei den Kanälen was machen. Wichtig ist Mahnmeldung bei Bedrohungen, Rouge-APs, was es gibt, zentrale Firmware-Updates. Das ist alles möglich über diesen Wizard. Das zeige ich aber jetzt gerne mal ein bisschen live wieder. Und wenn ich da WLAN gehe, dann gehe ich hier auf den Begriff WLAN-Controller und da sieht man so schön, was ich machen kann. Ich kann mein WLAN erstmal gucken, meine Profile einstellen, mal überprüfen. Ich habe zum Beispiel hier meine Konfiguration, kann ich mir angucken, was ist da passiert, was ist eingestellt. Ich kann Kanäle neu festlegen lassen. Legt mir ab und zu der Bildschirm rein. Ich kann sehen, was für Funkmodule sind aktiv. Ich kann mein drahtloses Netzwerk sehen, weil ich kann da nicht nur eins machen. Ich kann ja auch ein Gäste-WLAN machen. Ich kann als bestes Beispiel habe ich WLAN in der Finanzbuchhaltung, habe WLAN im Laden und habe WLAN für Gäste. Finanzbuchhaltung würde ich für alle nicht sichtbar machen mit eigenen Zugangsdaten. So kann ich mehrere bis zu vielen, bis zu, glaube ich, 6 oder 8 SSIDs einrichten. Was ich schon sagte, ich kann hier ein Monitoring machen, kann jetzt sehen, was für Daten laufen da, wie rät es an einen, wo sind die Spitzen, was läuft. Ich kann letztendlich ein Umgebungsmonitoring machen, mache ich jetzt nicht an, weil denn dauert ein bisschen. Und wenn ich es einrichte, so ein WLAN einrichten geht über ein Wizard, da gehe ich hin und gucke und sage, extern oder statisch. Klar, meine BIP ist ja DHCP-Server, also ist es intern. Da sagt er schon, Vorsicht, du hast ein WLAN, fusch da nicht drum rum, willst du es wirklich ändern? Ich will es ja zeigen, klar will ich es ändern. Dann sehe ich hier nochmal, welche FUG-Module ich einrichten will. Ich könnte jetzt sagen, nee, ich mache hier 2x5 GHz woanders. Gehe dann weiter, lege hier fest mein WLAN, wie es heißt, meine SSID. Ich kann hier festlegen, welche Sicherheitsmechanismen will ich einpacken. WPA3 geht auch, um möglichst sehr sicher aufzutreten. Das kann ich alles hier einstellen. Und wenn ich dann fertig bin, sage ich so, dann sage ich mal ein okay und dann gehe ich einfach ein weiter und sage, was hängt denn alles dran? Jetzt zeigt er mir alle, ich habe momentan nur die BIP Plus dran, zeigt mir meine WLAN, würde jetzt hier alle Access Points unten auflisten und ich würde dann sagen, okay, Start. Und beim Start würde er jetzt hingehen, seht ihr, so würde er jetzt jeden Access Point für sich alleine konfigurieren, fertig machen. Ich kann nebenbei, Zigarette rauchen ist ungesund, ich könnte nebenbei mit dem Kunden reden und er zeigt mir dann alle nach und nach an gemanagt und dann wäre mein WLAN schon fertig. Würde von Hause aus jetzt laufen. Genau, da wollte ich hin. Das ist letztendlich, was ich machen kann. Ich kann noch über Wartung, ich kann noch, wie gesagt, alles überprüfen. So, und das sind so Lösungen, die wir anbieten. Und wie gesagt, in dieser Kombination gerade, und ich favorisiere halt Behnke mit den Torstellen, weil das ist gute deutsche Wertarbeit. Und man soll nicht immer gucken, ob ich es irgendwo einen Cent günstiger kriege, sondern
man die aufschraubt, geht das Herz auf, weil das wirklich saubere Qualitätsarbeit ist. Manche günstigen lässt man lieber zu, guckt lieber nicht rein. Ja, und PhoneCloud habt ihr gesehen, sehr einfach anwendbar, sehr gut nutzbar und kann ich wirklich auch nur wärmsten empfehlen. Und gerade in der Kombination mit Bintec AMEC brauche ich nicht sagen, ich muss mich für eins entscheiden, sondern ich kann mich für beides entscheiden. Ja, da habe ich meine halbe Stunde fast eingehalten, nur 5 Minuten früher als angesagt bin ich zu Ende. Ja, würde mich bedanken, würde mich freuen, wenn Sie Interesse zeigen, weiter nochmal Sachen zu sehen. Wie gesagt, wir werden auch Schulungen anbieten, auch zum WLAN, auf Webcast. Vielleicht können wir auch hier noch ein bisschen tiefer gehen. Da einfach melden Sie sich bei uns. Wir werden sowieso bei Ihnen nochmal anrufen und fragen, ob es Ihnen gefallen hat, wo noch Fragen offen sind. Ansonsten sitzen wir auch jetzt am Rechner und antworten gerne auf Fragen. Vielen Dank. Ja, nochmal von unserer Seite vielen Dank an dich, Jürgen. Hast das schön rübergebracht, dass ihr da im Portfolio alles für Möglichkeiten habt. Von unserer Seite nochmal die Frage nach Kirke. Gibt es noch Fragen? Nein, ich habe keine Fragen. Okay, dann bleibt uns ziemlich zum Ende jetzt als Veranstaltung. Es ist natürlich übrig, also nochmal bei allen Teilnehmern zu bedanken und letztendlich auch nochmal die Bitte, teilen Sie uns einfach mal mit, wie hat es Ihnen gefallen, was würden Sie sich vielleicht für die Zukunft wünschen, was wir an Webinaren machen sollen. Zwar heute mal was ganz Neues, endlich mal wieder einen Präsenztermin vor Ort bei einem gemeinsamen Kunden von uns. Und uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Es stehen noch ein paar Webinare an, dann wieder auch auf der gewohnten Schiene, wo wir doch nochmal etwas mehr dann in Produkte und Technik auch gehen. Da wird demnächst, glaube ich, das Thema einmal mit Toranlagen, Firma Hacker, als auch nochmal Advances, Videomanagement und auch Zutrittskontrolle von Kaba anstehen. Würde uns also sehr freuen, wenn wir Sie da nochmal begrüßen dürften. Und über Ihr Feedback freuen wir uns genauso. Also auch da für jegliche Anregungen sind wir sehr dankbar. Auch wir wollen uns da weiterentwickeln. Und ich sage nochmal im Namen von uns allen Dankeschön und Tschüss. Sollte es noch Fragen geben, auch da werden wir im Nachgang beantworten. Ja. Kein Thema. Da kann ich mich auch nur anschließen. Vielen Dank. Auch in die Runde hier. Vielen Dank für Sie, für Ihre Zeit. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach. Werden wir Sie Ihnen auf dem E-Mail-Weg oder telefonisch dementsprechend bedanken. Von daher vielen Dank nochmal und baldiges schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. 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 Ja, von uns auch an die Kollegen vor Ort im Außenstudio ein herzliches Dankeschön für den Einsatz. Wir haben schon so ein bisschen mitbekommen, dass die Technik an der einen oder anderen Stelle doch nicht so funktioniert hat. Da verbinden wir uns mit einem Verständnis und wir wissen noch nicht, woran es liegt, aber bei der Generalprobe gestern war alles einwandfrei. Aber Sie kennen das ja, wie es mit der Technik manchmal so spielt. Abschließend danke für Ihre Interesse. Vielleicht gucken Sie ab und an bei uns auf der Homepage mal vorbei. Wir haben noch ein paar Webinare geplant. Das nächste Woche Donnerstag mit Dorma Kaba. Und was auch interessant ist, habe ich ja eingangs schon gesagt, die Webinare werden auch alle aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, sich ältere Webinare mit anderen Technologiepartnern nochmal anzugucken. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, genießen Sie ein bisschen das Wetter. Bei uns hier scheint die Sonne. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.